ist Ökonomie kompliziert für den Nicht-Ökonom. Und wir wollen versuchen, die gesamtwirtschaftliche Situation, in der wir uns in Europa befinden, die Gründe, die dazu geführt haben, sowie mögliche Lösungen daraus, so einfach wie möglich darzustellen. Und ich dachte, wir könnten anfangen mit zwei Begriffen, nämlich Schulden und Sparen, weil das Individuum verbindet ja mit Schulden generell was Schlechtes, mit Sparen was Positives. Und in der Volkswirtschaft verhält es sich nicht ganz so. Könnten Sie darauf eingehen? Ja, stimmt. Das ist sehr wichtig. Ich dachte eigentlich, wir kommen am Ende dazu, aber ich brauche jetzt ungefähr eine Viertelstunde, um das, eine Einführung dazu zu machen. Aber nein, ich will das nicht tun. Ich will ein bisschen kürzer antworten und wir werden uns immer wieder um dieses Thema herumdrehen, Schulden und Sparen. Ich möchte noch gern eins sagen, was die Kollegen vorhin dargeboten haben, war sehr richtig und alles sehr wichtig. Was ich mache, ist sozusagen eine Ergänzung zu dem, was man an Aktionen auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene macht. Denn viele Fragen sind eben so, dass man sich erstmal eine Position bilden muss. Nicht? Man muss erstmal eine durchdachte und vielleicht auch hoffentlich und oft auch notwendigerweise eine alternative Position haben zu dem, was gedacht wird, was in der Politik gedacht wird und was in den herrschenden Institutionen, auch in der Wissenschaft gedacht wird. Insofern ist es sehr wichtig, dass wir beide Ebenen haben, dass wir einerseits darüber reden, was man verändern kann, wie man was verändern kann, aber auch warum man etwas verändern will. Nicht, das muss man ja zunächst wissen. Beim Wasser ist das noch relativ einfach. Da kann man sagen, da ist klar, dass alles Quatsch ist. Wasser muss in staatlicher Hand bleiben. Aber bei anderen Fragen, eben bei Schulden und Sparen, ist das ein bisschen komplizierter, weil die Zusammenhänge einfach komplizierter sind. Nun zum Sparen und zu den Schulden. In der Tat, da ist, glaube ich, der große Knackpunkt in der gesamten öffentlichen Diskussion. Ich will mal ein paar Beispiele geben, aber wie gesagt, wir kommen immer wieder darauf zurück. Zum Beispiel, es sind ja viele junge Leute hier, sagt man, wenn der Staat Schulden macht, das belastet das die zukünftigen Generationen. Das ist schon mal absoluter Käse, weil das ist einfach nicht so. Denn die jungen Leute in unserer Gesellschaft, die erben die Forderung gegen den Staat, die werden von ihren Eltern gehalten und die erben auch die Schulden des Staates und ihre Position verändert sich durch mehr Schulden des Staates überhaupt nicht. Das ist so eine einfache, simple Logik, Buchhaltung wiederum, die man einfach mal zur Kenntnis nehmen muss. Und dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass ganz viele Politiker die ganze Zeit das Gegenteil erzählen. Und wenn ich da Politiker zitiere, kann ich die beiden letzten Bundeskanzler zitieren. Herr Schröder ist mit dieser Aussage immer rumgelaufen, wir müssen die zukünftigen Generationen schützen und Frau Merkel macht das auch. Und komischerweise widerspricht niemand. Das Erstaunliche ist ja, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass solchen simplen, falschen Floskeln praktisch niemand widerspricht, weil sie so sehr schön in unsere primitiven Vorurteile von Wirtschaft passen. Ich meine, warum da niemand widerspricht, da kommen wir hoffentlich zum Schluss noch mal kurz drauf. Aber andere Aussagen, die da mit einhergehen, ist zum Beispiel Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, vergleicht den deutschen Staat mit einer schwäbischen Hausfrau. Wo? Ja, das ist das Grundübel. Das ist eben das, wir sind eben alle sozusagen, wir werden geboren als Mikroökonomen. Mikroökonomen sind die Leute, die wie die schwäbische Hausfrau denken. Und wir werden geboren und werden von unseren Eltern erzogen, alle als schwäbische Hausfrauen, ne? Als Mikroökonomen. Und was man eben lernen muss, wenn man sich auch mit solchen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, dass Makroökonomie ganz anders funktioniert als Mikroökonomie. Die Gesamtwirtschaft funktioniert ganz anders als die Einzelwirtschaft. Und daran krankt unser ganzes System, weil in der Politik und in bestimmten Parteien ist das sozusagen Programm, ist die Mikroökonomie. Ich will das mal ganz kurz erklären, warum, weil das wird immer nicht so richtig verstanden. Warum ist in der CDU die Mikroökonomie Programm? Die dürfen gar nicht anders denken. Die müssen so denken. Warum müssen sie so denken? Weil ihre ganze Klientel so denkt. Die ganze Klientel der CDU, also sagen wir der mittelständische Unternehmer oder so, den der CDU-Bürgermeister auf irgendeinem Empfang trifft, der denkt genau so. Und dann kann der CDU-Bürgermeister ja nicht zu dem mittelständischen Unternehmer sagen, hey, du bist vielleicht ein guter Unternehmer, aber du hast keine Ahnung von Wirtschaft. Denn Wirtschaft funktioniert in Wirklichkeit ganz anders. Das kann er nicht sagen. Ne? Gilt übrigens auch für die SPD. Das gilt auch für die meisten SPD-Funktionäre, die sich auch nicht trauen, das zu sagen. Warum? Weil sie natürlich denken, ja, der Unternehmer, der hat Ahnung von Wirtschaft, der weiß ja, wie Wirtschaft funktioniert. Wirtschaft, hat mal ein FDP-Finanzminister gesagt, findet in der Wirtschaft statt, was vollkommener Blödsinn ist. Aber es ist einfach, es macht das Leben auch ungeheuer einfach, weil wenn man immer denen nach dem Mund redet, dann ist sozusagen das politische Problem mit der eigenen Klientel gelöst.
Und das führt zu gravierenden Fehlentwicklungen, weil es eben nicht stimmt, weil gesamtwirtschaftlich Schulden eben nicht schlecht sind. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Sparen und den Schulden. In der Gesamtwirtschaft muss es immer, wenn es Sparen gibt, muss es auch Schulden geben. Es kann keine Schulden ohne Sparen geben. Ne? Das ist auch wieder so ein ganz einfacher Zusammenhang. Wenn jemand sein Geld zur Bank trägt, ja, was macht das Geld auf der Bank? Ja, das macht nicht von allein, Junge. Ne? Das macht da kriegt man keine Zinsen drauf, wenn das Geld auf der Bank liegt, denn die Bank erwirtschaftet nichts. Das ist das, was die Leute immer nicht wissen. Die Bank sitzt da und hält das Geld fest, aber sie macht nichts damit, außer sie zockt vielleicht manchmal auf den Finanzmärkten, das ist aber dann noch viel schlechter, das ist das Allerschlechteste. Also die Bank macht nichts mit dem Geld, die Bank braucht einen, der das Geld von der Bank nimmt und es ausgibt. Den nennt man den Schuldner. Und nur wenn die ganzen Ersparnisse von der Bank weggenommen werden und zu Schulden werden, dann hat man eine Chance, dass überhaupt die Wirtschaft nicht zusammenbricht wegen der dummen Ersparnisse. So, das ist jetzt wieder so ein ganz einfacher Zusammenhang, der aber offensichtlich nicht bei uns nicht kommunizierbar ist. Warum? Weil er dem Vorurteil widerspricht, Sparen ist gut. Sparen hilft ja den jungen Leuten. Die müssen ja auch für die Rente jetzt mehr sparen, damit sie in 30 Jahren eine Rente kriegen. Das ist vollkommen falsch. Sie hatten vorhin die letzten beiden Bundeskanzler erwähnt. Und unsere aktuelle Bundeskanzlerin hat gesagt, Europa soll stärker aus der Krise hervorgehen, als es in sie hineingekommen ist. Auf diesem Weg sind wir weit vorangekommen. Wie bewerten Sie diese Aussage? Ja, das ist ungefähr so der falscheste Satz, den man überhaupt sagen kann. Denn Europa ist in einer tiefen, tiefen Krise. Ich kann Ihnen erzählen, ich war am Wochenende in Italien auf einer Konferenz von Politikern quer über alle Parteien. Und diese Politiker quer über alle Parteien, von ganz links bis ganz rechts, haben nur eins im Sinn, aus diesem Euro auszusteigen. Weil sie den Euro inzwischen für ein mörderisches Instrument für die italienische Wirtschaft halten. Und sie wissen auch, wer der Gegner ist, nämlich Deutschland. Gibt es irgendjemanden in Europa, der Deutschland nicht als Gegner identifiziert? Genau. Und inzwischen, wenn man Wolfgang Münchau im Spiegel gelesen hat, Spiegel Online, der schrieb, er war auf einer Konferenz in England am gleichen Wochenende und dort war der Gegner Deutschland. So. Nur das wollen wir nicht wahrhaben, ne? Das will Frau Merkel nicht wahrhaben. Deutschland hat zu Beginn dieser Währungsunion ganz fundamentale Fehler gemacht. Können wir vielleicht nachher noch erklären. Deutschland hat fundamentale Fehler gemacht, die dazu führen, dass die anderen Länder jetzt nicht mehr aus der Krise herauskommen. Deutschland übrigens auch nicht. Deutschland stagniert auch, die Wirtschaft, im Gegensatz zu dem, was jeden Tag in den Zeitungen steht. Aber und deswegen ist der Satz so fundamental falsch von Frau Merkel. Denn Europa ist immer noch in einer extrem schweren Krise. Ich will von Flüchtlingen oder allen anderen Problemen gar nicht reden. Aber die Euro-Krise als solche ist überhaupt nicht ausgestanden. Die Euro-Krise war auch kein griechisches Problem, sondern sie ist ein europäisches Problem. Es ist vor allem ein Problem zwischen Deutschland auf der einen Seite und Frankreich und Italien auf der anderen Seite. Wir können da gleich darauf eingehen, was Deutschland eigentlich von Anfang an falsch gemacht hat. Aber was hat es dann mit diesen Aussagen auf sich? Uns geht es doch noch so gut und wir sind so produktiv. Ja, das stimmt ja. Deutschland geht es ja relativ gut. Das ist genau das Problem. Deutschland geht es relativ gut im Vergleich zu den anderen. Warum? Weil im Kern, was passiert ist, Anfang der 2000er Jahre ist, Deutschland hat in der Währungsunion seine Löhne nicht mehr erhöht oder gesenkt, aber erstens nicht mehr erhöht, so wie es alle anderen Länder erwartet haben. Frankreich zum Beispiel hat seine Löhne völlig normal erhöht. Und das hat dazu geführt, dass es eine große Lücke in der Wettbewerbsfähigkeit gibt zwischen Deutschland und Frankreich. Und damit auf diese Weise hat Deutschland seine Arbeitslosigkeit exportiert. Ne? Man muss es so brutal sagen. Niemand traut sich, das so brutal zu sagen. Man muss es so brutal sagen. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert und deswegen geht es Deutschland relativ gut. Aber das ist eben auch nicht gut, denn die anderen haben jetzt unsere Arbeitslosigkeit und kämpfen damit. Und deswegen war das für Europa überhaupt keine Lösung. Das ist wieder so ein Schluss von einem einzelwirtschaftlichen Ereignis auf ein Gesamtwirtschaftliches. Nicht einer kann die Löhne senken und dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Können alle das auch tun? Offensichtlich nein. Alle können nicht ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, denn man muss mal den Satz dann so sagen, die Welt verbessert ihre Wettbewerbsfähigkeit. Gegen wen? Gegen den Mars oder die Venus? Gegen wen verbessert die Welt ihre Wettbewerbsfähigkeit? Dann sieht man sofort, wie absurd der Satz ist. Er gilt für die Gesamtheit, ist dieser Versuch, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, immer zum Scheitern verurteilt, weil das kann ich gar nicht gelingen, weil Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept, immer nur in Relation zu irgendjemandem. Aber für Deutschland ist es gelungen, weil die anderen sozusagen in der Europäischen Währungsunion geschlafen haben. Und wir haben ja nicht nur Arbeitslosigkeit exportiert. Ich meine, in dieser Statistik kommen ja auch, das nur kurz erwähnt,
verschiedene Mindestlöhne, 1-Euro-Jobs, Hartz-IV-Empfänger, bestimmte Kategorien, die zum Beispiel auf Weiterbildungen gehen, die werden ja von der Statistik gar nicht erfasst. Das drückt sie ja wahrscheinlich nochmal. Klar, also, aber selbst wenn man das dazu nimmt, muss man schon sagen, Deutschland geht es in Sachen Arbeitslosigkeit relativ gut. Deutschland hat jetzt eine offiziell gemessene Quote von 6%. In Wahrheit sind es wahrscheinlich 8%, aber 8% sind immer noch wenig im Verhältnis zu 12% in Italien oder 11% in Frankreich, wo man auch da 2-3% auf die offizielle Quote sicher drauflegen muss. Also das kann man gar nicht bestreiten, aber das ist auch vollkommen klar. Der Mechanismus ist auch vollkommen klar. Nicht? Ich senke meine Löhne, es gibt keine Währung mehr, die man auf- und abwerten kann. Ne? Die Italiener wissen das ganz genau, das haben die am Wochenende auch die ganze Zeit diskutiert. Italiener wissen genau, was ist früher passiert, wenn sie zu hohe Inflation hatten, wenn Italien für eine Zeit zu hohe Inflation hatte, ja. Dann wurde die Lira abgewertet. Ne? Das können sich die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen. Dann fuhr man nach Italien und hatte plötzlich mehr Geld, weil die D-Mark im Vergleich zur Lira aufgewertet hat. Und diesen Mechanismus gibt es eben nicht mehr. Und deswegen war die oberste Regel in der Währungsunion, du darfst nicht versuchen, die anderen niederzukonkurrieren. Ne? Das war die oberste Regel sozusagen, implizit jedenfalls, für alle, die ein Verständnis hatten von dem, was eine Währungsunion ist. Und genau gegen diese Regel hat Deutschland massiv verstoßen. Andere haben auch was falsch gemacht. Griechenland und Spanien, auch Italien, haben ihre Löhne ein bisschen zu stark erhöht. Aber Deutschland hat sie deutlich zu wenig erhöht. Daran würde ich gerne nachher auch nochmal anknüpfen. Aber wir haben jetzt gerade gehört, dass, das Statistische Bundesamt hat auch kürzlich erst wieder Wachstum vermeldet. Klar, immer. Und diese Leute haben einfach Fantasie, das muss man sehen. Die haben einfach Fantasie. Ich weiß nicht, wo man dieses Wachstum im dritten Quartal, was sie jetzt gerade vermeldet haben, in Deutschland hernimmt. Alle Zahlen, die wir haben, zeigen kein Wachstum. Aber das Statistische Bundesamt rechnet so lange, bis sie aus irgendeiner Ecke dann ein bisschen Wachstum hervorkehren, sozusagen. Gut, kann man von halten, was man will. Ich meine, was mit dieser Arbeitslosigkeit halt, also tricky ist, ist, dass die Politik braucht ja solche Argumente, um gewählt zu werden. Ja, klar. Und sagen deshalb nicht, es ist eigentlich schlecht, dass wir, die Politik, die wir betreiben, die zu der geringen Arbeitslosigkeit führt, ist eigentlich schlecht. Und man hört noch andere Aussagen, jetzt gerade im Rahmen der Euro-Krise, die eventuell auch nicht einfach so hinzunehmen sind. Auf ein paar würde ich gerne eingehen. Zum Beispiel die Aussage, die Griechen seien faul und unproduktiv. Ja, ich sage immer, wenn man so in Europa sich umschaut, ich komme jetzt gerade aus Berlin, ne? Wenn man sich so umschaut, sieht man ganz viele komische Sachen. Ne? Die Griechen sind faul und arbeiten nichts, die Franzosen trinken die ganze Zeit Rotwein, die Italiener, wissen wir, machen immer easy going und lange Siesta, die Spanier sowieso. Und dann gibt es noch ein Land, das ist ganz komisch, ein Land ist sogar nicht mal in der Lage, das muss man sich vorstellen, in seiner Hauptstadt einen Flughafen zu bauen. Da bin ich nämlich gerade vorbeigefahren. Und wenn man an diesem kleinen Mini-Flughafen da vorbeifährt, das Schöne ist auch noch, der ist nicht nur nicht gebaut, der ist auch noch zu klein. Ne? Für einen Hauptstadtflughafen, man wundert sich, da steht so ein Häuschen da in der Landschaft, dann denkt man, ach, das ist die gute deutsche Planung. Und Deutschland ist auch genial im Softwareentwicklung, das haben wir jetzt auch gelernt, vor allem bei Abgaswerten. Also Deutschland kann schon tolle Sachen. So kann jeder irgendwas Tolles in Europa. Darauf kommt es aber leider überhaupt nicht an. Oder Gott sei Dank, nein, Gott sei Dank muss ich sagen, nicht leider. Ja, gut, das schauen wir mal. Aber darauf kommt es nicht an. Ne? Es kommt in der Währungsunion, und das ist eben das, was auch unsere Spitzenpolitiker wirklich nicht verstanden haben. Auch die meisten Leute, die das so diskutieren, haben es nicht verstanden. Leider muss man sagen. Eine Währungsunion ist nicht eine Union, wo alle gleich sein müssen. Wir müssen nicht gleich fleißig sein, wir müssen nicht die gleichen Urlaubstage haben. Frau Merkel hat ja gesagt, das konnte ja nichts werden mit der Währungsunion mit den Griechen, weil die viel zu viele Urlaubstage haben, was erstmal faktisch falsch ist. Aber es ist auch nicht wichtig, es spielt keine Rolle. Es müssen auch nicht alle gleich produktiv sein. Ne? Es dürfen hochproduktive Länder mit wenig produktiven Ländern zusammen in eine Währungsunion gehen. Ich sage mal ein Beispiel, was auch alle vom Hocker haut. Das hochproduktive Land Frankreich geht mit dem niedrigproduktiven Land Deutschland eine Währungsunion ein. Ist es wirklich so? Das ist, die Statistik zeigt, in Frankreich ist die Produktivität pro Stunde gemessen höher als in Deutschland. Könnten Sie kurz erläutern, was die Produktivität ist? Die Produktivität ist das, was wir alle produzieren. Ne? Wir produzieren ein bestimmtes Produkt jedes Jahr und das teile ich durch die Zahl der Arbeitsstunden in dem Land und dann habe ich die Produktivität pro Stunde. Die ist in Frankreich 45 Euro, in Deutschland 42 oder so in der Größenordnung. Ja, Frankreich ist produktiver als Deutschland, aber Frankreich macht ja alles falsch. Ne?
Nein, Frankreich hat nichts falsch gemacht, sondern das Einzige, was man in der Währungsunion nicht tun darf, man darf sich nicht, dann darf nicht unter seinen Verhältnissen leben. Ne? Die Währungsunion heißt nur, passt dich gefälligst an deine eigenen Verhältnisse an, sodass am Ende keine Inflation und keine Deflation rauskommt. Das ist die Idee der Währungsunion. Hm? Sonst nichts. An deine eigene Produktivität musst du dich anpassen, also an deine eigenen 40 Euro oder wenn es ein 30 sind, musst du dich immer 30 anpassen. Das ist nun mal so. Und genau das ist schiefgelaufen, dass Deutschland sich nicht an seine Produktivität angepasst hat, sondern Deutschland hat massiv unter seinen Verhältnissen gelebt. Einige haben über ihren Verhältnissen gelebt, Griechenland ein bisschen, wie gesagt. Andere haben unter ihren Verhältnissen gelebt, unter ihren Verhältnissen, nicht der Verhältnisse der anderen. Und das ist eigentlich ganz leicht zu erreichen, nur dann darf kein Land versuchen, wie Deutschland es versucht hat von Anfang an in der Währungsunion, die anderen an die Wand zu konkurrieren. Das darf man genau nicht tun. Wie kann es überhaupt passieren, dass Deutschland diesen Weg geht, wenn Sie, ich meine, Sie waren dabei, als beschlossen wurde? Naja, nicht mehr ganz, da war ich schon entlassen, Gott sei Dank. Aber man hat sich geeinigt, dass man bestimmte Kriterien einhält. Ja, man hat sich, naja, also man muss zunächst mal sagen, die ganze Architektur dieser Währungsunion ist schon von vornherein etwas fragwürdig gewesen. Aber es hat wirklich niemand damit gerechnet, dass es dann ein solches massives Auseinanderlaufen dieser Löhne im Verhältnis zur Produktivität gibt, Lohnstückkosten nennt man das. Dass das so stark auseinanderläuft, das hat niemand erwartet. Und das war sozusagen auch für die anderen Länder eine vollkommene Überraschung, denn die haben sich ja sozusagen an Deutschland angepasst, Frankreich vor allem. Frankreich hat sich an die deutschen Verhältnisse sozusagen angepasst, weil Frankreich dafür gesorgt hat, dass seine Löhne eben nicht sehr viel stärker als die Produktivität steigen, sondern nur um 2% über die Produktivität liegen. Und 2% ist genau das, was gefordert war, weil 2% ist genau das Inflationsziel, was wir alle gemeinsam in der Währungsunion beschlossen haben. So. Sie konnten aber nicht damit rechnen, dass in Deutschland die Politik einen massiven Druck ausübt. Die Politik hat in Deutschland Anfang der 2000er Jahre, nachdem ich weg war, muss ich sagen, und mein Boss auch weg war, der war da im Saarland, hat die Politik massiven Druck auf die Gewerkschaften ausgeübt, dass in Deutschland die Löhne nicht mehr so stark steigen. Warum man das gemacht hat, kann ich Ihnen erklären, weil man gedacht hat, das ist wieder eine ökonomische Theorie. Der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein jeder normale Markt, ich sage immer wie ein Kartoffelmarkt. Und am Kartoffelmarkt erhöht man die Nachfrage dadurch, dass man den Preis senkt. Also übt man Druck auf die Löhne aus. Und wenn man Druck auf die Löhne ausgeübt hat, dann steigt die Nachfrage nach Arbeit und dann kriegt man die Arbeitslosigkeit weg. Das war objektiv gesehen der Versuch. Die haben nicht mal an die Währungsunion gedacht. Die haben nicht mal so weit gedacht, dass es da eine Währungsunion, auch gerade zufällig wurde eine Währungsunion gegründet. Da hat niemand drüber nachgedacht, glaube ich, in Bonn und Berlin damals. Sondern die haben das einfach gemacht, weil sie gesagt haben, jetzt müssen wir mal irgendetwas, Schröder hat ja das dann mit Basta durchgesetzt, wir müssen jetzt mal irgendetwas durchsetzen, was ganz anderes, egal ob sozialdemokratisch oder nicht, damit die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber das war eben der entscheidende Fehler, denn in der Währungsunion darf man genau das nicht tun. Ne? Weil Menschen keine Kartoffeln sind. Weil Menschen keine Kartoffeln sind. Es hat dann aber nur in der Währungsunion funktioniert, ne? Es hat nur in der Währungsunion dann tatsächlich aber funktioniert für Deutschland. Warum? Weil wir die anderen an die Wand konkurrieren konnten. Weil die eben keine Währung mehr hatten, die sie abwerten konnten, wie früher die italienische Lira oder der französische Franc. Nur deswegen hat es funktioniert, aber nicht aus den Gründen, die Herr Schröder geglaubt hat, sondern weil wir die anderen niederkonkurriert haben. Nicht, weil dieser Prozess im Innern geklappt hätte, denn unsere Binnennachfrage ist dabei überhaupt nicht gestiegen. Da hat man eben gesehen, dass Arbeiter keine Kartoffeln sind. Denn der Unterschied ist, um es nochmal zu sagen, Kartoffeln kaufen keine anderen Güter, ne? Aber Arbeiter müssen Güter kaufen, müssen alle anderen Güter, die produziert werden in der Volkswirtschaft, müssen von den Arbeitern gekauft werden. Und deswegen muss man den Arbeitern oder allen Angestellten, allen Menschen, die am Arbeitsprozess beteiligt sind, auch Rentnern und allen, die indirekt oder direkt am Arbeitsprozess beteiligt sind, denen muss man immer so viel Geld geben, dass sie die Güter kaufen, die sie selbst produzieren sozusagen. Und wenn man gegen diese Regel verstößt, läuft man normalerweise gegen die Wand. Nur in der Währungsunion, das war die große Ausnahme, da hat es mal zeitweise funktioniert, weil wir die anderen gegen die Wand gefahren haben. So, das ist aber jetzt gerade zu Ende und jetzt müssen wir uns ändern. Wir ändern uns oder die Währungsunion bricht auseinander und wir haben einen glatten Radatsch, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber Deutschland verhält sich ja genau andersherum. Also wir zeigen ja mit dem Finger so, ihr müsst euch ändern. Genau, ihr müsst wir sagen, ändern. Die anderen haben alles falsch gemacht. Ja, und es ist generell interessant, das Verhalten zu sehen, gerade in Bezug auf Griechenland zum Beispiel. Ich weiß, Sie betonen immer, Griechenland ist nicht das Zentrum der Eurokrise. Aber es ist ja gerade in Deutschland, könnte man durch die Medien den Eindruck bekommen, es sei
Ja, ne, das war, Griechenland war ein willkommenes Opfer. Ne? Da konnte man, es wurden ja unheimliche Listen aufgestellt, eben was in Griechenland alles schiefläuft. Und man hat ja den Eindruck erweckt, Griechenland könnte zum Beispiel nie aus eigener Kraft wachsen. Ne? Dass Griechenland das Land war, das die ersten 9 Jahre in der Währungsunion mehr gewachsen ist als irgendein anderes Land. Das hat man mal so. So Kleinigkeiten werden wir uns immer schnell unter den Tisch gekehrt. Ne? Also da wurde unglaublich viel Unsinn verbreitet. Aber alles sozusagen, weil Griechenland ein wunderbares Opfer war. Ne? Man hatte ein Opfer, die haben auch tatsächlich Blödsinn gemacht mit ihrer Statistik. Kann man überhaupt nicht bestreiten. Natürlich war das grandioser Blödsinn, da die Statistik zu fälschen, obwohl andere, wie gesagt, auch viel Fantasie haben bei ihrer Statistik. Aber und da war das Opfer geboren sozusagen. Und dann haben natürlich, und das war der entscheidende politische Fehler, haben natürlich die anderen Länder, Frankreich und Italien, die eigentlich in den Fokus der Kritik Deutschland hätten nehmen sollen, die hätten aufstehen müssen, hätten sagen, oh nein, Deutschland hat das falsch gemacht. Die waren dann alle froh, oh, jetzt haben wir ein Opfer gefunden, jetzt machen wir die erstmal nieder und dann sehen wir mal, vielleicht geht es dann an uns vorüber, der Kelch sozusagen. Nur er geht nicht vorüber, das ist das, was sie eben nie begriffen haben. Ne? Herr Sarkozy hätte sozusagen an die Seite der Südländer gehört und nicht an die Seite von Frau Merkel, aber bei Frau Merkel war es so schön bequem. Im Zusammenhang mit Griechenland würde ich nämlich gerne auf eins eingehen, weil wir ja gerne als Retter dastehen würden, der Griechen. Da ist es ganz interessant, sich mal anzuschauen, dass Deutschland ja einst in einer ähnlichen Situation war. Also es gab ganz andere Gründe, aber wir waren Schuldner nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten. Und nach letzterem kam Bretton Woods und knapp 10 Jahre später wurde dann bei der London-Konferenz auch nochmal erkannt, dass man uns von der Last der Reparationen befreien müsste. Könnten Sie vielleicht zusammenfassen, was dort entschieden wurde, um Deutschland dazu zu verhelfen, aus eigener Kraft sich aus den Schulden zu befreien? Das Prinzip ist furchtbar einfach. Ne? Wenn ich sozusagen Schuldner erzeuge durch mein Verhalten, ne? Deutschland war damals Schuldner und wir erzeugen jetzt Schuldner im Rest Europas durch unsere Wettbewerbsfähigkeit, durch unser Gürtel enger schnallen. Ne? Erzeugen wir Schuldner. Nur das Problem ist, dieser Schuldner muss ja irgendwann mal wieder meine Güter kaufen. Ich will ja mein Zeug bei dem verkaufen. Ne? Wenn ich meinen Schuldner jetzt gegen die Wand fahre, dann kann ich mein Zeug da nicht mehr verkaufen. Und das haben die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg begriffen, nach dem Ersten übrigens noch nicht. Da gab es ein ähnliches Problem, da sollte Deutschland Reparationen sogar zahlen, also das Gegenteil tun. Deutschland sollte sogar einen Netto-Transfer leisten an die Sieger, das war noch viel dümmer. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie begriffen, dass das gar nicht geht und dass es gar keinen Sinn macht, sozusagen den Schuldner jetzt schuldig zu sprechen, auch im wirtschaftlichen Sinne. Viele andere Hinsicht war Deutschland natürlich schuldig. Aber Deutschland, um Deutschland wieder auf die Füße zu helfen und um den Menschen eine Alternative zu geben, musste man dafür sorgen, dass Deutschland wächst und sich entwickeln kann. Und genau das gilt für alle anderen europäischen Länder auch. Ganz genau so. Ob man das durch einen Schuldenerlass tut oder ob man ihnen vernünftige Finanzierungsbedingungen bietet, ist im Grunde nicht entscheidend. Entscheidend aber ist, dass ich dafür sorge, dass dort nicht, wie das vorhin gesagt wurde von dem Kollegen, die Menschen in Not leben und keine Gesundheitsversorgung mehr haben und Armut sich ausbreitet. Das ist vollkommen absurd. Aber das war wieder der Grundgedanke dabei, war ja wieder der falsche deutsche Überlegung. Wenn die jetzt die Löhne senken, und das hat man ja in Griechenland brutalst möglich durchgesetzt, ne? Die haben die Löhne um 30% gesenkt, die Renten auch, alles um 30% gesenkt und haben dann natürlich wieder, siehe Kartoffelmarkt, geglaubt, auch wenn man die Löhne und die Renten in Griechenland senkt, dann würdest du einen Aufschwung geben ohne Gleichen. Ja, aber es war eben fundamental falsch, weil Griechenland ist der Exportsektor nur ganz klein, aber der Binnenmarkt ist groß. Und was hat man gemacht? Man hat den Binnenmarkt total kaputt gemacht. Und damit hat man durch die Lohnsenkung sozusagen Arbeitslosigkeit erzeugt, nicht Arbeitslosigkeit beseitigt. Aber man muss es wichtig zu verstehen, dass das eine ökonomische Theorie dahinter ist. Ne? Das ist auch die Theorie der Professor mit Rauschebart, der hier in der Nähe da residiert, Herr Sinn vertritt. Ja, das ist neoklassische Arbeitsmarkttheorie. Die glauben tatsächlich, dass der Arbeitsmarkt so funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Und das ist fundamental falsch. Und das hat der Schäuble natürlich auch geglaubt. Was soll er sonst glauben? Er läuft ja immer hinter den Leuten her, weil er hat selbst keine Ahnung. Und also nimmt er den Mainstream. Das ist halt das, was ich am Anfang sagte. Die CDU nimmt immer den Mainstream und nimmt immer das, was die Unternehmer glauben. Und der Unternehmer glaubt natürlich, wenn ich Löhne senke, dann ist es gut. Für den Einzelunternehmer stimmt es ja auch, ne? Wenn ein Unternehmer seine Gewerkschaften dazu bringt oder seinen Arbeiter dazu bringt, die Löhne zu senken, dann kann er ja auch die anderen wegkonkurrieren, wenn die anderen nicht gleichzeitig auch die Löhne senken.
Nur sobald man es auf die Gesamtwirtschaft hebt, sobald man das in der Gesamtwirtschaft macht, ist es eine unendlich dumme Politik. Ja.